Bumm. Okay. Leute. Ich hoffe, ihr habt genügend Zeit mitgebracht. Aber nee, da habe ich ja endlich einen. Wunderbare Sache. Danke. So. Und noch einer oder bin ich wieder voll? Das brauche ich nicht. Vielleicht kriege ich ja sogar noch ein Leben. Das brauche ich aber. Ist er wieder voll? Ach nee, der ist fast voll, oder? Ja, aber ich hätte auch gerne noch den dritten, weil ich nicht weiß, wie viel ich von dem Ding brauche. Also einen noch. Na, ein bisschen noch. Nein, das brauche ich nicht. Komm, meine Freunde, spawnt mir wieder Waffenenergie. Ja, jetzt liegen da schon zwei von diesen roten Kugeln. Danke, das brauche ich doch nur. Sehr gut. Ich bin auch so ein ganz kleines bisschen froh, dass ich nicht zuerst in diese Stage hier gegangen bin. Denn ich glaube, das, was da hinten kommt, das ist echt böse. Aber Moment mal, wie weit geht das? Wie weit geht das? Ne, ich mach das von oben aus. Ich mach das von da hinten oben aus. Und zwar genauso. Erstmal auf den ersten. Insofern wieder auftaucht der erste, der zweite. Dann kommt der dritte. Dann kommt der... Okay, dann muss ich theoretisch nach oben. Dann muss ich theoretisch nach oben. Ja, nicht nur theoretisch, sondern auch relativ praktisch. Im Sinne von, wäre keine schlechte Idee, wenn ich es tun würde. Eins, zwei, drei. Zu spät. Okay, okay, okay. Das dauert hier überhaupt gar nicht lange. Nummer eins, Nummer zwei. Warten. Nummer drei. Jetzt Nummer... Oh. Okay. Nochmal. Ich muss im richtigen Moment springen. Eins, zwei, warten. Drei und springen. Ich muss ein bisschen länger warten auf der 3, bis die 4 kommt. Ein kleines bisschen länger warten. Na okay, das soll doch machbar sein. Hoffe ich. Eins, zwei, warten. Drei und hopp. Was? Und nochmal. Es ist ja auch total spannend. Danke. Und jetzt hier hin und los geht's. Lol, ist das? Will ich gar nicht haben. Alter, wie lang ist das denn? Hier hätte ich rüber gesollt. No joke. Fick dich, Spiel. Fick dich, Spiel. Aber ich bin ziemlich froh, dass ich das Ding komplett aufgeladen habe. Meine Fresse. Alter. Wollt ihr mich verarschen? Die anderen Stages waren piss einfach und hier kommt sowas? Ich hoffe es... Oh nein. Wie krieg ich den jetzt kaputt? Zeit anhalten. Zeit anhalten. Genau so. Und? Bums. Dankeschön. Und auf Wiedersehen. Okay, Zeit anhalten bringt's auch total. Aber meinetwegen können wir das jetzt auch mal wieder aufhören. Also man kann es anscheinend nicht wieder abstellen. Bedeutet, wenn man einmal Zeit anhalten macht, dann war es das für den ganzen Level. Außer man lädt sich wieder auf. Aber gut, jetzt haben wir Heatman. Dafür würde ich dann meine Bleiblasen nehmen. Haben wir eigentlich Energietanks? Nein, aber wir hatten mal Energietanks. Gut. Was kann er? Da ist er wieder. Unser wandelnder Tacker. Ich hoffe mal, er ist nicht so stark wie der... Oh, macht da Schaden. Oh, macht da Schaden. Ich hoffe mal, er ist nicht so stark wie unser anderer Fireman, wollte ich sagen. Aber meine Fresse. Er hatte gar nicht die Möglichkeit, sich darüber Gedanken zu machen, wie er Mega Man angreifen möchte. Das war ein wahnsinnig leichter Durchgang bisher. Meine Güte. Wir haben schon wieder was Neues. Und zwar, ha, Mega Man gets equipped with Atomic Fire. Ja, das atomare Feuer. Wir kriegen das atomare Feuer von unserem wandelnden Tacker-Freund. Und wieder epileptischer Anfall. Message from Dr. Light.
Wir kriegen Item 1, oder? Item 1 completed! Dr. Wright kommt wieder an und sagt, oh Mega Man, ich habe Item 1 fertig. Get your weapons ready. Und Mega Man sagt, yes, ich habe Item Nummer... Moment, ist Mega Man rosa-gelb? Ja, anscheinend. Ich habe Item Nummer 1, nämlich... Nun... Auf jeden Fall habe ich Item Nummer 1. Geile Scheiße. Okay, ich würde sagen, wir gucken uns Item Nummer 1 gleich mal an. Und zwar, wenn wir in der Quickman-Stage sind. Ich hätte für Quickman gerne irgendwie einen Energietank gehabt, aber ich glaube, den kriegen wir jetzt nicht mehr. Quickman. Ich glaube, der war wahnsinnig schnell, der Typ. Und das war das Schwierige bei Quickman. Das Sinnvollste wäre ja wirklich Zeit anhalten, würde ich einfach mal sagen. Weil damit machen wir genau das Gegenteil von dem, was er gut kann. Das Leben. Okay. Aber ich glaube... Das bringt nichts, weil wir können unsere Waffe nicht wechseln, wenn wir die Zeit anhalten. Deswegen wäre das so ein bisschen unsinnig. Aber gucken wir uns an, was Item Nummer 1 ist. Nämlich eine Plattform. Das ist auch genau das, was wir jetzt brauchen. Für unser Leben. Stylisch. Okay, ich dachte zwar eigentlich schon, in Teil 2 würde Rush vorkommen. Das ist der Hund von Mega Man, der Robohund. Aber der kommt anscheinend doch erst in einem anderen Teil vor. Was soll's. Nehmen wir unsere Razor Blades, wo immer die gerade sind. Moment mal, Metal Blades waren das hier, genau. Nicht Razor Blades, Metal Blades. Und dann schauen wir, was uns hier erwartet. Auch hier haben wir wieder unsere schönen Wurmminen. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich die Dinger genannt habe. Irgendwas mit Würmern, glaube ich. Oh! Die Dinger kenne ich noch. Die Dinger kenne ich noch. Die Dinger sind... Ja, ich wollte gerade sagen Instant Death, aber ich glaube, das habt ihr gerade selber gesehen, Leute. Die Dinger sind heftig. Die muss man sofort nicht besiegen, die muss man sofort entkommen. Okay. Ich wusste auch nicht mehr, dass die in Mega Man 2 vorkommen. Ich dachte, die kämen irgendwie in Mega Man 3 vor oder irgendwie ein anderes, an einem anderen Spiel. Sofort weiter. Aber schnell runter, so schnell es geht. Genau so. Und weiter runter. Oh, lalalalalala. Okay, danke. Hättest du aber irgendwas gegeben? Oh Gott, das hättest du da gegeben? Egal, jetzt komme ich nicht mehr dran. Stromausfall? Moment mal, ich habe Feuer. Wo ist meine Heatman-Ability? Hier, Feuer. Wow, ist mein Feuer hell. Aber, ach nee, Moment. Das sind die Gegner, ne? Diese Fackelgegner, die machen Licht. Die darf man eigentlich nicht töten, aber... Bäh. Die greifen uns an und zwar mit diesen komischen Lava-Köpfen aus Mega Man 1. Weißt du was? Mir egal, du kriegst trotzdem eine Razor Blade in die Fresse. Auch wenn ich dich eigentlich brauche. Aber ich glaube, davon gibt es. Ja, davon gibt es viele. Danke. Wäre jetzt nur so ein bisschen assi, wenn ich sie hier in den Abgrund kommen würde. Ich spring mal. Nee, kein Abgrund. Ich spring trotzdem mal. Hallo? Ist hier irgendwo noch der nächste? Wo bin ich jetzt? Hä? Ah, okay. Gut, hier wird's wieder hell. Durch Zauberhand ist der Strom wieder angegangen. Natürlich. Das... Oh, oh! Oh, nein! Oh, nein! Oh, nein! Oh, nein! Ich hätte in der Mitte landen müssen. Und wir kommen natürlich genau hier runter. Wir kommen genau da runter, wo wir gerade an den Energietanks vorbei sind. So eine Scheiße. Danke, das hätte ich gerne. Sparen wir unsere Metal Blades. Und gehen das so durch. Immer ein paar Mal springen, falls ein Abgrund kommt. Moment mal, hätte es den Abgrund gegeben? Ach, es geht wieder aus dem Licht. Okay, vergessen wir das. Okay, wir müssen nach links. Und zwar ganz schnell nach links. Ganz schnell nach links. Oh, ganz schnell nach links. Oh Gott. Schnell runter hier. Und jetzt in die Mitte. LOL. Moment. Moment, ich habe die beste Idee, die man haben kann. Ich habe die beste Idee, die man haben kann. Ich deinstalliere das Spiel und spiele einfach was anderes. Nee, bessere Idee. Oder sagen wir, nicht ganz so erbärmliche Idee. Und zwar, ich benutze einfach meine Zeitanhalte-Ability. Nämlich genau... Wo ist sie? Diese hier.
runter und bling. Yes, genau so. Und schnell runter. Oh yeah, ich glaube, das bringt's total. Das bringt's total. Komm, hier noch mehr. Oh, bringt's das total. Moment, noch müssen wir runter oder hier lang? Wir müssen hier runter. Ah, ah, oh Gott. Da kommt noch mehr. Oh, okay, deswegen heißt auch Quickman. Einfach runter. Einfach. Okay, der ist ein Leben gegeben. Scheißegal. Sag mal, hört das doch nochmal wieder auf. Oh Gott. Alter. Nein, will ich gar nicht haben. Einfach runter. Und jetzt das Mistviech. Moment mal. Razorblades. Und die helfen noch nicht mal gegen das Mistvieh. Moment mal. Normaler Beam. Oh, oh. Oh, oh. Oh, geh kaputt. Oh, danke. Das will ich haben. Und wenn ich dabei Schaden nehme. Danke. Und, oh, Doppeldanke. Ich hab jetzt dummerweise keinen Energietank bekommen. Ah, oh, nicht. Oh, ah, ah, oh Gott. Oh, Gott. Oh, ich bring dich um. Darauf kannst du Gift nehmen, dass ich die umbringe. Scheiße. Aber Moment, wie viele Leben habe ich? Null? Und kein Energietank. Ah, super. Und ich glaube, der Gegner war noch total schwer. Eigentlich, ich muss ihn töten. Ich töte ihn jetzt auch. Nein, töte ihn nicht. Ich bin weg. Oh, er... Jetzt töte ich euch alle beide. Das geht jetzt gar nicht, oder? Moment mal. Wisst ihr was, ihr Idioten? Was ist B? Oh, das ist B. Danke für B. Aber ich wollte eigentlich Energie haben. Jetzt kriege ich gar nichts. Komm, respawn die Dinger? Ich will es eigentlich nicht wissen, aber... Wahrscheinlich respawnen sie, oder? Oh, natürlich respawnen sie. Aber hilft das irgendwie? Das hilft überhaupt gar nicht. Ich will hier weg. Jetzt sag nicht, der andere kommt von der anderen Seite. Oh, nicht wegspawnen. Ich brauch dich doch. I need you, my friend. Okay. Und jetzt mit Bubble. Dafür ist Bubble gut, aus irgendeinem unerfindlichen Grund. Okay. Ich hätte aber gern Lebensenergie. Ich versuch's noch einmal. Wenn ich wieder keine krieg, dann ist es halt so, aber... Oh oh. Oh oh. Okay, keine Lebensenergie, aber... Durch den Typen vielleicht. Oh, hier Lebensenergie. Okay, es dürfte reichen. Ich verpiss mich. Ich bin im Grunde wieder voll. Nee, jetzt mal ganz im Ernst. Quickman war, glaube ich, stark. Was kann gegen Quickman helfen? Zeit anhalten habe ich nicht mehr, aber das kann ich mir auch nicht vorstellen. Metal. Was war das? Das waren die komischen Bomben. Damit treffe ich den nie im Leben. Damit sowieso nicht. Das war Powerbeam. Hitze. Glaube ich nicht. Luft. So, dass man ihn irgendwie wegblasen kann. Das könnte ich mir vorstellen. Das Blattschild glaube ich auch nicht. Und die Bubbles, damit treffe ich den Typen nie im Leben. Ich nehme mal Luft. Ich glaube, man kann ihn mit Luft töten. Oder zumindest wird das irgendwie Sinn ergeben. Okay, ab zu Quickman. Wie gesagt, ich glaube, der war schwierig. Ich glaube, der war wahnsinnig schnell. Okay. Testen wir Luft aus. Luft macht Schaden. Luft macht Schaden. Und er macht auch Schaden. Aber Luft macht mehr Schaden als er. Nein! Ich treffe ihn nicht. Einmal noch, oder? Yes! Okay. Aber dafür, dass ich ihn eigentlich doch so gut mit den Waffen verletzen konnte, hat er mir unglaublich viel Schaden gemacht. Aber gut, wir haben jetzt auch noch die Quickman Ability. Und zwar Mega Man. The Q gets equipped with Quick Boomerang. Wir haben einen Quick Boomerang. Wir haben also einen schnellen Boomerang und werden rosa. Okay, ich glaube, das ist nicht wirklich das, was wir wollten, aber wir haben ihn zumindest umgebracht. Stage Select. Und da ist wieder das Dr. Wily UFO, welches sich immer noch genauso anhört wie meine Autoalarmanlage. Pew, 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 pew.
Warum auch immer der Typ in einem UFO fliegt, aber... Ach, das stellen wir gar nicht in Frage. Wir nehmen es einfach hin. Er hat sich diesmal sogar ein Hauptquartier gebaut. So eine Festung des Bösen mit einem riesengroßen Totenkopf in der Mitte, auf dem ein W steht für Wily. Und einer großen Antenne. Und hier sehen wir jetzt auch, wie viele Level es sind. Nämlich, wir haben eins... Was? Ja, danke, dass du mir genau mitten in die Erklärung quatschst. Aber das hier, Leute, das hier ist das geilste Lied aus Mega Man. Ja, auf jeden Fall, dieses Lied ist einfach nur stylisch. Dieses Lied ist unglaublich geil. Das ist im Übrigen auch das Lied, welches ich am Anfang in meinem Intro benutzt habe. Aber leider wird es auch mit diesem Lied zu Ende gehen. Und zwar, weil ich jetzt mit Mega Man aufhöre. Zumindest für den Moment. Also jetzt nicht für immer, sondern für den Moment. Bedeutet, ich mache hier Pause. Ich kann keine Pause machen. Okay, ich glaube, die andere Pause gibt's nicht mehr. Auch nicht schlecht. Auf jeden Fall, ich werde für den Moment eine Pause machen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bei Mega Man und bei diesem geilen Lied. Hören wir es uns noch mal ein paar Sekunden an. Oh Cousin Mann, Saban. Yeah. Ja, okay. Also, so viel dazu, Leute. Ich hoffe, ihr habt Spaß bei Mega Man 2. Ich hoffe, euch gefällt Mega Man 2. Und ihr könnt schon kaum erwarten, zu sehen, was als nächstes kommt, was als nächstes passiert in Mega Man 2. Dann würde ich sagen, Leute, bleibt gespannt. Wir sehen uns wahrscheinlich in rund einer Woche wieder, wenn der nächste Mega Man Part kommt. Und dann würde ich sagen, bis dann, Leute. Adieu und ich bin weg.